Herzlich willkommen. Wir sind das Wiener Cello-Quartett, die Kolophonistinnen. Unsere Namen sind Hanna Ammann, Elisabeth Herrmann, Theresa Laun und ich selbst, Marlene Förstl. Wir freuen uns wahnsinnig, heute hier sein zu dürfen und für Sie spielen zu können. Für uns ist es auch schon sehr lange her, dass wir ein Konzert spielen durften und gerade deswegen wollen wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei der Jeunesse bedanken, dass sie uns ermöglicht hat, heute hier im Palais Coburg für Sie spielen zu dürfen. Wir präsentieren Ihnen heute die Premiere unseres Programms Let's Dance. Dazu wird Ihnen aber Elisabeth später mehr erzählen. Nun wollen wir nämlich für Sie spielen, und zwar passend zur Jahreszeit Frühlingsstimmenwalzer von Johann Strauss Sohn in einem Arrangement von Leonhard Rotschek. Thank you.
Das Programm, das Sie heute hören werden, ist eine ganz bunte Mischung an verschiedenster Tanzmusik. Gerade hörten Sie den Frühlingsstimmenwalzer und nun spielen wir auch von Johann Strauss Sohn im Krapfenwalzel. Ebenfalls in einem Arrangement von Leonhard Rocek. Weiters werden Sie aufheiternde und schwungvolle Walzer und Polkas, ruhige und ausdrucksstarke Barocktänze, aber auch feurige Tangos hören. Rundum ein abwechslungsreiches Programm, um Ihnen den Tag zu versüßen. Bei dem heutigen Konzert haben Sie einmal den Vorteil, nicht in der Masse eines vollen Konzertsaales zu sitzen, sondern den Komfort Ihrer eigenen vier Wände genießen zu können. Also falls Sie die Tanzlust packt, lassen Sie sich darauf ein und let's dance! Thank you.
Nach diesen zwei arrangierten Werken hören Sie nun ein Originalliteraturwerk von Josef Jongen. Mit unserer doch recht außergewöhnlichen Besetzung von vier Celli stoßen wir auf der Suche nach neuer Originalliteratur immer wieder auf Komponisten, die relativ unbekannt sind. Ein perfektes Beispiel dafür wäre Josef Jongen, den wir vier davor nicht gekannt hatten. Er war ein Komponist aus Belgien aus dem 20. Jahrhundert und war primär berühmt für seine Orgelmusik, hat aber auch dieses wunderschöne Cellokquartett komponiert. Wir spielen Ihnen den zweiten Satz, Danse, aus seinen zwei Stücke für vier Violoncelli. Das Stück besticht vor allem durch seine abwechslungsreichen, energischen Rhythmen und durch seine sehr differenzierte Klangfarben. Und dadurch merkt man auch den impressionistischen Einfluss, den der Komponist hatte. Viel Vergnügen! Thank you.
Boccaccio oder Der Prinz von Palermo ist eine komische Oper bzw. eine Operette, geschrieben von Franz von Suppé und zählt zu seinen erfolgreichsten und bekanntesten Bühnenwerken. Wie man sich schon denken kann, entspricht die Musik sehr dem komödienhaften Inhalt der Operette und ist über weite Strecken sehr heiter und erfrischend. Wir spielen nun für Sie den Marsch, auf den diese Operette zurückgeht, den sogenannten Boccaccio-Marsch, in einem Arrangement von Marlene. Für das Stück, das wir im Anschluss daran spielen, gehen wir zeitgeschichtlich noch etwas zurück, nämlich zu Johann Sebastian Bach. Seine 6 Suiten für Solo-Violoncello sind eine der wichtigsten Stücke im Cello-Repertoire und werden oft als die Cello-Bibel bezeichnet. Besonders die 6. Suite in D-Dur ist wahnsinnig anspruchsvoll und wunderschön. Aus genau der Suite werden wir für Sie die Sarabande, also den langsamen Schreitanz, spielen, in meinem Arrangement für 4 Celli. Davor aber noch Boccaccio-Marsch. Thank you.
Beim nächsten Stück tanzen die verschiedensten Charaktere auf. Wir stellen uns ganz gern ein frisch verlobtes Liebespaar vor oder einen Auftritt eines Zirkusclowns oder einen schon leicht beschwipsten Bauern beim Volkstanz. Diese Charaktere und viele mehr hören Sie jetzt im Konzertwalzer von Wilhelm Fitzenhagen. Thank you.
Von diesem schwungvollen und virtuosen Konzertwalzer kommen wir nun zu einem Komponisten, dessen Musik heutzutage als eine Art Geheimtipp gilt. Eduard Pütz war deutscher Komponist, der seine musikalische Blütezeit nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Er war Jazzmusiker und Musikpädagoge und es war ihm ein ganz großes Anliegen, Menschen mit seiner Musik zu verbinden. Uns ist es ebenfalls eine Herzensangelegenheit, Menschen mit unserer Musik zu berühren und zu bewegen. Besonders in Zeiten wie diesen ist es schön, einmal sich von einem Konzert oder von Musik verzaubern zu lassen. In diesem Sinne spielen wir nun für Sie den Tango Passionato von Eduard Pütz. Thank you.
Die nächsten beiden Stücke, die Sie hören werden, haben komplett verschiedenen Charakter. Zunächst spielen wir die Pavane von Gabriel Fauré, eines der wohl bekanntesten und beliebtesten Stücke des französischen Komponisten. Angeblich hat er selbst das Stück jedoch gar nicht so gemocht, was ich sehr lustig fand. Aber wir haben uns dafür entschlossen, es in unser Programm zu nehmen, weil wir von diesen feinfühligen und eleganten und sehr, sehr eingängigen Melodien so begeistert waren. Im starken Kontrast dazu hören Sie anschließend den Tanz der Ritter aus dem Ballett Romeo und Julia von Prokofjew. Dieses Stück besticht durch seine energischen und kraftvollen Rhythmen und Melodien und ja, hat auch macht wahnsinnig Spaß zu spielen. Aber davor viel Vergnügen mit der Pavane von Fauré.
Vor gut einem Jahr durften wir unsere Debüt-CD Heldinnenleben veröffentlichen. Diese umfasst sowohl Originalwerke als auch Arrangements aus den verschiedensten Genres und Stilepochen. Eines der wahrscheinlich bekanntesten Werke auf diesem Album ist der Walzer Wiener Blut von Johann Strauss Sohn. Im Zuge des Biphilharmonic-Wettbewerbs, bei dem wir vor einigen Jahren Preisträgerinnen waren, hatten wir die große Ehre, im Pausenfilm des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker 2017 auftreten zu dürfen. Für diese wahnsinnig tolle Gelegenheit hat uns der Cellist und Komponist Leonhard Rotschek diesen tollen Walzer nicht nur arrangiert, sondern einen Kolophonistik-Remix daraus geschrieben. Mit diesem Stück verbinden wir wahnsinnig viel tolle und wunderschöne Momente zu viert und freuen uns sehr, diesen auch heute für Sie spielen zu dürfen. Viel Vergnügen mit Wiener Blut, Kolophonistik Remix. Thank you.
Wir kommen nun auch schon zum Ende unseres heutigen Konzertes. Zum Abschluss wollen wir Ihnen einen besonders feurigen und leidenschaftlichen Tango spielen. Por una cabeza von Carlos Gardel. Dieses Stück ist auch auf unserer CD Heldinnenleben zu hören, welche Sie über unsere Homepage erwerben können. Por una cabeza bedeutet übersetzt um den Kopf eines Pferdes, was ein Titel ist, der vielleicht etwas stutzig macht, wenn man bedenkt, wie dramatisch und intensiv die Musik teilweise ist. Tatsächlich wurde der Tango komponiert für den Film Tango Bar. Und in diesem Film hat die Hauptfigur an einer Pferderennspielsucht gelitten und dann praktisch um den Kopf eines Pferdes sein gesamtes Hab und Gut verloren. Auch zu hören ist Por una cabeza in den Filmen Schindlers Liste und Der Duft der Frauen. Viel Spaß!